Begrüße euch recht herzlich zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel am Sonntag gegen Viktoria Köln. Info vorab von mir, das Spiel ist noch nicht komplett ausverkauft. Haben im Block P, im eigentlichen Gästeblock, noch um die 300 Tickets, insgesamt knapp 500 für Sonntag, die es noch zu kaufen gibt, jetzt online oder dann die letzten Restkarten am Sonntag auch an der Tageskasse. Ich darf neben mir Agi Janikis begrüßen und wie immer starten wir mit euren Fragen. Die Mikros liegen bereit. Marco Blanco greift schon zu. Dann die erste Frage für dich. Ja, hallo. Herr Janikis, die beiden zuletzt angeschlagenen Tim Dannhoff und Moritz Schröter, können die spielen und gibt es darüber hinaus weitere Ausfälle? Ja, hallo zusammen erstmal. Tim Dannhoff hat weiterhin mit seiner Ferse zu kämpfen, hat nur dem seit dem Spiel. Saarbrücken, ja, eine hartnäckige Geschichte, wird weiter ausfallen und Moritz Schröter ist seit dem VfB-Spiel in seiner alten Stelle, muskuläre Stelle, die er Probleme hatte, schon die Zeit davor, nicht im Training und beide werden für das Spiel kein Thema sein, der Rest ist einsatzfähig. Marco? David Philipp war auch jemand, der angeschlagen war oder beziehungsweise krank die letzten Tage. Ist er so weit hergestellt, dass er auch ein Kandidat ist für die Startelf und ist das vielleicht eben auch eine Überlegung, gerade weil es gegen seinen Ex-Verein geht, ihn von Anfang an von der Leine zu lassen? Ja, David ist wieder voll im Training, hat seit Dienstag mit Ausnahme von der Einheit alle Einheiten mitgemacht wieder. Natürlich ist es ein wichtiger Spieler für uns, ein guter Spieler für uns. Und aber wenn wir jetzt die wieder von jedem durchgehen und darauf aufstellen, wer wo war, welcher Ex-Club irgendwann war, dann ja nicht. Natürlich ist er extra motiviert, was den Ex-Club betrifft, aber ja, die Entscheidung wird dann dementsprechend ausfallen, wer unserer Meinung nach von dem Bild, was wir die Woche hatten, dann auch am besten zu dem Spiel passt. Der Kilian. Marco, wenn du das Mikro kurz nach hinten gibst, danke. Ja, Sie haben ja gerade Philipp angesprochen. Holt man sich da nicht dann doch jetzt den ein oder anderen Insider-Tipps, vor allem was den Trainer angeht, also Jansen, wie er spielen lässt? Ja, natürlich sind wir im Austausch, keine Frage. Aber wir haben auch zwei Spiele jetzt von Viktoria Köln, die wir analysiert haben. Das heißt, man sieht ja auch, wie der gespielt wird. Wir haben auch vor ein paar Monaten gegeneinander gespielt, haben mit 3-1 gewonnen. Insofern ist klar dann ersichtlich, was ein Trainer möchte. Aber es verändert sich doch, je nachdem mit veränderten Zeiten und Spielern dann auch was. Ja, und die Bilder haben wir. Natürlich fragen wir dann auch, aber ich glaube, da sind beide Mannschaften, auf der anderen Seite sind ja auch Spieler, die bei uns waren, auch so professionell genug, dass man nichts rauslässt. Thomas? Ja, nehmen Sie uns mal mit, Herr Janikis, Sie haben die letzten zwei Wochen ja im Training Zeit gehabt, eben noch nach vorne in der Offensive auch was zu machen. Auf welche Sachen haben Sie denn besonderen Wert gelegt, auf welche Offensivaufgaben? Ja, es ist nicht nur die Offensive, es sind verschiedene Elemente. Wir haben ja gesagt, dass wir klar total unzufrieden sind von der Punktausbeute aus den beiden Spielen, auch beiden zwei Halbzeiten gespielt, die nicht gut waren. Und die Themen, die ersichtlich sind, ist ganz klar, dass wir aktiv verteidigen wollen. Und wenn wir aktiv verteidigen, dann auch unsere Pässe auf den Platz bringen. Und genauso wollen wir zielstrebig nach vorne spielen. Das ist aber keine Geschichte nur der Stürmer, es ist ein gesamtmannschaftliches Verhalten, wo wir dann auch dran arbeiten. Und natürlich wissen wir, wenn wir auch einen Umbruch, der eher größer im Offensivbereich stattgefunden hat, diese Saison, dass dann ein bisschen Zeit braucht. Aber die Zeit haben wir genutzt. Und schauen, dass wir es am Sonntag auf den Platz bringen. Ich mache gleich mal weiter. Sie haben im System 4-2-2-2 von zwei Halbzehnern gesprochen, die Sie für dieses System brauchen. Was sind denn die Anforderungen für diese Halbzehner und welche Spieler kommen dafür potenziell in Frage? Ich brauche gar nichts für ein System und ich habe schon mal gesagt, dass das System nicht dogmatisch ist und ich kein Systemfanatiker bin. Wenn wir Spieler haben, die sich in diesen Räumen wohlfühlen, dann versuchen wir sie in diesen Räumen einzusetzen. Ja, haben wir aber schon angepasst, dass wir es nicht mehr so ganz innen spielen, schon im Laufe der Vorbereitung, dass wir es ein bisschen breiter anlegen, auch in dem Bereich und dennoch variabel sind. Es sind einfach die Fähigkeiten der Spieler, die sich in diesen Räumen dann auch wohlfühlen, die es einzusetzen gilt. Es ist kein Dogma im System. Wir haben auch gegen Stuttgart anders gespielt in beiden Halbzeiten. Wir versuchen, die Stärken der Spieler auf den Platz zu bringen. Dann Kilian und danach Marco. In der Offensive ist ja noch ein bisschen Sand im Getriebe. Was stimmt da positiv, dass es jetzt besser wird, dass man mal ein paar Buden macht, auch zu Hause?
Ja, ich glaube, die Reaktion zweiter Halbzeit in Stuttgart war dementsprechend. Die kamen aus der Halbzeit raus, haben sehr viele Chancen rausgespielt. Da lag der Ausgleich in der Luft. Eigentlich haben die Mannschaft sich dann auch im Spiel dann auch nicht hängen lassen und bis zum Schluss dann nach vorne gespielt, ein Tor gemacht, ein weiteres machen können. Und vor allen Dingen auch im Pokal, auch wenn es gegen Unterklasse die Gegner ist, sind die Spiele, sind wir doch sehr seriös in die Spiele reingegangen und haben sehr viele Chancen rausgespielt, sehr viele Tore gemacht. Insofern prinzipiell ist es da. Es muss nur gegen höhere Widerstände dann auch durchgesetzt werden und mit minimalen Anpassungen dann auch vonstatten gehen. Marco? Im Sturm haben sie in den ersten beiden Ligaspielen fleißig durchgetauscht. Fabian Schubert hat jetzt noch keinen Startelf-Einsatz verzeichnen können, ist aber der Einzige, der bisher ein Tor gemacht hat. Also vielleicht auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen als seine Kollegen. Ist er eine Option für den Sonntag? Und was zeichnet ihn denn aus als Stürmer? Ja, jeder Spieler ist eine Option. Mein Otti ist im Pokal sehr, sehr torgefährlich gewesen. Hopschi hat seine Fähigkeiten vom Tor, Fitze ist lauffreudig, Arbeit für die Mannschaft, hat auch einen Pokal getroffen, taucht auf. Schubi, er ist sehr fleißig, er ist ein Kombinationsspieler, er läuft sehr viel. Und natürlich wissen wir um seine Fähigkeiten, die natürlich auch, wo er natürlich in einer Anpassung war, aus einem Wechsel hier zu uns, da sich einzufinden. Da wird es immer besser und besser, aber es betrifft aber alle, dass die Prozesse dann auch immer flüssiger laufen, besser laufen. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir es am Sonntag dann auch im Platz auch sehen. Also hat der Teile der Vorbereitung auch verpasst. Merken Sie als Trainer auch so langsam, dass er quasi den Rückstand zu den anderen aufgeholt hat? Ja, definitiv. Er kommt näher ran, wirkt lauffreudiger, wirkt frischer. Aber es ist nur die eine Sache. Die andere Sache sind Prozesse, in Abläufen drin zu sein. Auch da ist er mehr in Abläufen drin. Und wie gesagt, er ist ein belebendes Element gewesen in der zweiten Halbzeit gegen VfB. Ja. Dann Kilian? Ja, für Hopp läuft es noch nicht so gut. Was fehlt ihm denn noch aktuell, dass er mal ein Tor macht? Ja, er hat auch im Pokal auch getroffen. Also so ist nicht. Im Moment, wie gesagt, wir haben in diesem Offensivbereich den größten Umbruch gemacht und dass Offensivabläufe sensibel sind und auch gegen veränderte Strukturen des Gegners dann auch sich verändern müssen und da auch eine Timing-Geschichte ist, das ist klar. Also insofern sind alle sind bemüht, alle sind bemüht, ihre Fähigkeit auf den Platz zu bringen, dennoch sich in diesem Rahmen zu bewegen, der vorgegeben ist. Ja, und wir sehen tagtäglich Fortschritte. Wie gesagt, es fehlt jetzt da, dass wir einen Dreier holen, dass da die ersten Punkte kommen. Und dann, denke ich, wird das Ganze auch schnellstmöglich dann in die richtige Richtung gehen. Dann Sebastian. Wie planen Sie mit Raphael Ott und was kann er der Mannschaft geben? Raphael Ott, ich glaube, ich bin Trainer und wir sind ein Trainerteam, das gute Leistungen auch belohnt und auf aktuelle Stände dann Formstände dann auch auf Spieler eingeht und auch auf Spielbezug achtet. Wir haben ihn gegen VfB gebracht, wir haben ihn nicht so schlecht gesehen, obwohl wir ihn ausgewechselt haben. Es war ein Opfer einer Systemumstellung. In der Halbzeit hat die erste Chance gehabt in dem Spiel, wo er ein Tor machen kann. Das war eine größere Chance, als der VfB sie hatte dann beim Tor. Wenn wir da in Führung gehen, dann reden wir vielleicht anders über Otti. Er ist sehr auffällig, auch im Training, auch im Pokalspielen sehr, sehr torgefährlich und auch kommt in torgefährlichen Räumen, taucht er auf, ist ein Spieler, der Überzahl schaffen kann, der ein sehr gutes Raumverhalten hat. Natürlich körperlich da in seinen jungen Jahren zulegen muss, denken, aber wenn ich ihn vergleiche zu letztem Jahr, wo wir gegen Lask Linzen dabei hatten, einen kurzen Satz gegeben haben im Testspiel, einen Riesensprung auch körperlich gemacht. Also es ist ein Spiel der Entwicklung, der hochspannend ist und weil wir unterscheiden nicht in jungen und alten Spielen. Es geht nur aktuell formstark und gut. Das sind die Elemente, die wichtig sind. Alter ist nur eine Kennzahl. Und wenn Otti unsere Meinung es verdient hat zu spielen, dann spielt er, und wenn nicht, dann nicht. Und dennoch ist ein vielversprechender Spieler, den wir maximal entwickeln wollen, klar. Zweite Frage noch von mir, wie nehmen Sie so die Drucksituation wahr? Ist das Normalmaß oder ist es dafür, dass erst zwei Spiele gespielt sind, dann doch erstaunlich hoch schon? Ich meine, wir haben zwei Spiele nicht gepunktet, da sind natürlich, dass Unzufriedene da ist, das ist klar. Da sind wir total auch selbstkritisch und wir selbst sind uns auch nicht zufrieden. Ja, und beim großen Club wie 60 München ist es ganz normal, dass dann Situationen stehen, wo Druck da ist. Aber deswegen sind wir hier und sind im Profibereich tätig. Das macht auch den Reiz dieses Clubs aus, dass viele Leute dem Verein sehr wichtig sind und dass da genau hingeschaut wird. Das ist so, das ist gut so, aber für uns ändert sich nicht viel. Auch wenn wir jetzt einen guten Start hingelegt hätten, hätten wir gegen Viktoria Köln zu Hause gewinnen wollen. Also da ändert sich also gar nichts. Und den Druck machen wir schon selbst, da sind wir auch maximal ambitioniert und maximal auch unzufrieden mit der Punktausbeute bei den beiden Spielen.
Thomas? Da möchte ich ganz kurz noch einhaken. Es ist ja bei 60 fast schon typisch, dass jetzt nach zwei Niederlagen die Welt fast schon wieder untergeht. Es ist die Rede von einem Schicksalsspiel. Sie sagen, lässt sich halt, aber ich denke, es wäre doch trotzdem wichtig für die Mannschaft wahrscheinlich, dass man jetzt mal punktet, dass man anschreibt, um eben auch die Ruhe zu haben, um weiterzuarbeiten. Oder sagen Sie, das kann die Mannschaft total von sich weghalten? Ja, man, jeden Kopf kann ich reinschauen. Wir machen es nicht zum großen Thema. Das Thema ist, dass wir unser Spiel optimieren wollen und Spiele gewinnen wollen. Ich meine, dass eine Saison nach zwei Spielen nicht entschieden ist. Letztes Jahr, glaube ich, wurden die ersten beiden gewonnen und kam eine Saison raus, die nicht zufriedenstellend war. Insofern kann es auch andersrum laufen. Also die Verläufe in der dritten Liga sind dementsprechend und die ersten beiden Spieler sind ein aktueller Stand, der nicht in dem Maße war, wie wir es uns vorgestellt haben, wo wir nicht gepunktet haben. Beide Spiele können, wenn wir anders netzen und torgefährlich werden und die Chancen waren, da auch anders laufen, haben wir nicht geschafft. Ja, unsere Aufgabe ist zu analysieren, was gut, was schlecht war. Und aus dieser Unzufriedenheit, die da ist, die natürlich berechtigt da ist, wenn man 0 Punkte aus 2 Spielen, dann auch den Fokus hinzulegen in den Sachen, die entwickelt werden müssen, die Sachen stärken, die da sind und dann gucken, dass man die Punkte kommt, klar. Nochmal erst Kilian und dann nochmal Marco. Schauen wir mal auf den Gegner. Was zeichnet die Viktoria aus und was braucht man, um die Viktoria dann auch zu schlagen? Ja, Viktoria hat 3 Punkte in Mannheim gemacht. Es ist eine Mannschaft, die sehr variabel spielt, sehr flexibel spielt, sehr viel schwimmt zwischen den Linien. Ja, das heißt, ja, wir wollen hier zu Hause natürlich den Funken von der Mannschaft die Fans überspringen lassen, auch wenn die Unzufriedenheit da ist und berechtigt da ist aus den ersten beiden Spielen, wollen da maximal dann auch fokussiert ins Spiel reingehen, wollen hier zu Hause natürlich ja, unser Spiel machen. Wissen natürlich, dass sie gefährlich sind, Standards, Umschaltprozesse sehr gefährlich sind, auch über die rechte Seite sehr viel Druck machen können. Ja, natürlich beachten wir das und dennoch wollen wir unser Spiel auf den Platz bringen. Nochmal ganz kurz zu dem Thema zurückzukommen, dass eben jetzt eine lange Pause war, wo auch viel geschrieben wurde, Thema Druck und so weiter. Ist es jetzt gerade in solchen Zeiten dann eben auch von Spielern im Mannschaftsrat, sage ich mal, wie Verlat, wie Hiller oder auch von anderen erfahrenen Spielern wie René Vollert, die sind besonders gefordert im Innenleben der Mannschaft, quasi diesen Druck auf ein bisschen von den Jungen wegzuhalten? Oder sagen Sie, da muss einfach jeder Spieler für sich selber mit umgehen? Ja, sowohl als auch. Natürlich haben wir gestandene Spieler, die im Mannschaftsrat sind oder Führungsspieler sind. Die müssen natürlich da erstmal selbst mit umgehen. Dann das Ganze auch natürlich dann die Mannschaft tragen. Und im Endeffekt, wie gesagt, Druck gibt es im Profifußball, das ist normal. Aber in erster Linie geht es darum, dass wir auch selbst kritisch sind und mit uns selbst nicht zufrieden sind. Ja, und aber dennoch wissen, dass wir gut genug sind, um das Ganze in die richtige Bahn zu lenken, gut genug sind, die ersten Punkte zu holen, gut genug sind, unser Spiel zu machen, auf den Platz zu bringen. Und das ist dann das Wichtigste. Thomas? Sie haben es ja schon angesprochen, mit Philipp ist ein ehemaliger Kölner jetzt ja bei den Löwen im Kader. Genauso ist es aber umgekehrt, wo ja auch ein Güler und ein Frenesi im Kader stehen. Güler auch schon getroffen, der letzte Saison eigentlich bei 60er mehr oder weniger gar keine Rolle gespielt hat. Woran hat das gelegen und denken Sie, dass die beiden mit einer Portion extra Motivation hier ins Grünwalder Stadion kommen? Sicherlich, aber ich glaube, jeder Gegner, der ins Grünwalder Stadion kommt, der ist motiviert, weil die Kulisse, die Fans natürlich hier super sind und das Ambiente natürlich riesig ist für die dritte Liga. Ich glaube, da ist jede Mannschaft, jeder Spieler motiviert. Natürlich sind Ex-Spieler dann besonders mal auch motiviert, gegen Ex-Club zu spielen. Ja, jetzt brauchen wir nicht retrospektiv über Sammy Güler sprechen. Natürlich hat er seine Qualitäten. Er hat getroffen nach dem Eckball im ersten Spiel gegen Dresden. Er hat ein Kopfballtor gemacht. Ist ein Spieler, der seine Fähigkeiten in der Box hat. Warum es hier nicht geklappt hat, ab und zu sind halt Situationen dann auch, die dann nicht hundertprozentig passen. Ja, und das ist eine menschliche Geschichte, die normal ist, wenn man irgendwo hinkommt, dass dann man ein bisschen länger braucht, sich anzupassen oder es nicht mal passt. Und dennoch ist Sammy Güler ein guter Spieler, der vom Tor gefährlich sein kann. Ja, schauen wir noch auf die beiden, die Sie gerade angesprochen haben. Wer hat denn da die Vorteile? Also zwei Ex-Spieler sind bei Köln. Sie kennen ja auch die beiden Spieler, können ja da auch Insider geben. Wer hat da den Vorteil? Ja, das sind wie gesagt zwei Spieler von 11, das sind noch weitere rein, die mitspielen. Bei uns ist David Philipp einer. Ja, gibt da keine Vorteile, glaube ich. Ich meine, es ist so transparent, der Fußball mittlerweile, dass alles ersichtlich ist, was man macht. Es gibt Videoanalysen, die Videos, alles aufgezeichnet, wird bis ins kleinste Detail analysiert alles und dennoch wird es in der Dynamik, in dem Spieltempo hoch anspruchsvoll sein, auch das Spiel vom Gegner dann zu unterbinden in beide Richtungen. Insofern sehe ich da keinen Vorteil.
Vor der Saison ist ja Viktoria Köln eher als Abstiegskandidat gehandelt worden von den meisten Trainern. Sehen Sie das kommen, dass sich Köln vielleicht versucht, sehr defensiv zu agieren, sich einen Punkt zu ermauern hier in München? Also ich habe keinen Abstiegskandidat da vor der Saison erkoren. Also ich würde ich auch in der Liga dann von abraten. Keiner hat letztes Jahr gedacht, glaube ich, dass das Ulm und Münster aufsteigt vor der Runde. Insofern tut man gut daran, jeden Gegner zu respektieren. Jeder Gegner hat seine Qualität, jeder Gegner hat seine Stärken und Schwächen. Und dennoch ist es sehr anspruchsvoll, in dieser Liga zu punkten. Ja, ich glaube, Viktoria Köln wird versuchen, ihr Offensivspiel hier hinzubringen und dennoch nicht ins offene Messer reinlaufen zu wollen. Das ist mein Gefühl. Aber ja, wir werden uns anpassen müssen, genauso wie Viktoria Köln sich bei uns anpassen muss in den Spielphasen. Insofern warten wir es ab. Dann habe ich natürlich abschließend wieder eine Taktikfrage dabei. In den ersten beiden Spielen fiel das Positionsspiel phasenweise, fiel im Positionsspiel phasenweise eine extreme Passivität und sehr statisches Verhalten der für die Offensive zuständigen Spieler auf. Den konservativ verteidigenden Kölnern kann das extrem in die Karten spielen. Welche Mittel werden Sie wählen, um mehr Dynamik in unsere Angriffe im Positionsspiel zu bringen? Ja, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Timing-Geschichte, in der wir arbeiten, dass wir gefährlicher, zielstrebiger vom Tor kommen. Das ist zum einen die Statik, die Ordnung, auf der anderen Seite auch das Verhalten im Eigenballbesitz in der jeweiligen Phase beim jeweiligen Spieler. Ja, und das sind feinfühlige Prozesse, an die es weiterzuarbeiten gilt. Kilian nochmal. Ja, jetzt nochmal zu den Stürmern. Passt der Ott vielleicht gerade am besten in das System, das man gerade spielt und hat deswegen auch viele Chancen oder hat auch die Chance zu spielen und kann sich so gut entfalten? Ich glaube, wenn man 5 Tore im Pokalspiel schießt, 3 beim nächsten, noch 3, 4, 5 weitere Assists hat und das Ganze nicht nur im Pokalspiel, sondern im Training dann auffällig ist, dann ist, glaube ich, systemunabhängig, wenn man 2 offensive Spieler vorne hat, dass einer von beiden, der so treffsicher ist, dann eventuell seine Chance kriegen kann, wenn er ins Spiel, in die Spieltaktik reinpasst, wenn er zum Gegnerbezug passt. Und dann gilt es, das auch zu sehen und zu belohnen. Ich meine, im Endeffekt müssen gute Leistungen belohnt werden. Ja, und die hat er gehabt, deswegen hat er das Spiel auch bekommen gegen den VfB. Ja, und wie gesagt, wir haben nicht so schlecht gesehen, obwohl wir ausgewechselt haben in dem Spiel, wie es gemacht worden ist. Wie gesagt, er ist in allen 3 offensiv gefährlichen Phasen der ersten Halbzeit mitbeteiligt. Eine Riesenchance hat er selbst. Aber wenn der Junge mit 18 Jahren diese Kaltschnäuzigkeit hätte, wären wir froh an dem Tag gewesen, keine Frage. Ja, aber wir tun gut daran, nicht ihn zu hoch zu heben, aber ihn gezielt einzusetzen. Er hat seine Fähigkeiten, er hat sein Talent, er ist ein hochtalentierter, spannender Spieler. Für die Löwen, für 60 München und der eine gute Zukunft haben wird. Wie gesagt, es gilt, den Mut zu haben, den auch zu bringen. Ja, keine Frage, wir haben jetzt hier auch Mansour Takpa und einige andere Junge gebracht. Ja, und dann, dass dann auch Leistungsschwankungen dabei sind und er auch vielleicht andere Sachen, die andere vielleicht können, nicht so gut kann, ist auch klar, aber für den Moment ist er in der Offensive ein belebendes Element. Ob es dann von der Bank kommt oder vom Start, das werden wir dann sehen. Ich sehe keine Fragen mehr. Dann sage ich vielen Dank, wünsche ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns Sonntag 13:30 Uhr gegen Viktoria Köln. Dankeschön.